Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Heute wieder mit dem Händler-Account unterwegs und mit unserer absoluten Schönheit. Und ja, die nehmen wir erstmal wieder an. Sehr schön, ich freue mich. Na gut, die meisten davon, oder die kenne ich ja alle schon, ne, von den anderen Accounts. Woogie ist auch da, sehr gut. So, dann erstmal vielen Dank. Was ich jetzt sagen kann, ist zu dem Video, was ich letzte Woche Mittwoch, glaube ich, hochgeladen hatte. Wegen der Änderung am Kanal und so weiter. Und das kam auch bei euch sehr gut an. Vielen, vielen Dank für die lieben Grüße von euch und so weiter und so fort. Vielen Dank dafür und dass ihr mir auch die Treue, ja, das beibehaltet. So, wir sind immer noch mit der Edda unterwegs. Hier mit der Transalp 2. Und ja, immer noch auf dem Außenposten unterwegs. Und wir könnten hier theoretisch noch weiter handeln. Könnten aber auch einfach weiterfliegen, mal woanders hin, was wir ja eigentlich tatsächlich vorhatten, dass wir uns eine andere Handelsroute suchen. Halt, hier muss ich wieder tauschen. Bin gestern noch etliche Sprünge mit dem anderen Account geflogen. Und na komm, ich nehme mal Gold rein. Oh, alles Gold führt hierher. Okay. Komme ich da hin? Da würde ich schon mal locker hinkommen. So, dann schauen wir doch mal. Da hätten wir zwei Außenposten. Ich hatte auch gestern noch auf dem Explorer-Account ein paar geile Bilder gemacht, aber die möchte ich euch dann auch zeigen, wenn wir dann mit dem Explorer-Account wieder unterwegs sind. Da habe ich wirklich tollen Planeten noch gefunden. Abseits der Geysire. Damit hat es nichts zu tun, aber anders. So, Abbauraffinerie hier jeweils. Da frage ich mich, wo die hier abbauen. Direkt aus der Gasatmosphäre vielleicht. Hier ist ja weder ein Asteroidenfeld noch irgendwie Ringe zum Abbauen. Okay. Ja, ich würde sagen, wir können da ruhig mal hinfliegen. Das sind 11,5 Lichtjahre, das geht. Schaffen wir das denn voll beladen noch? Nö, wenn wir voll beladen sein sollten, dann müssten wir einen Sprung mehr machen. Ah. Oh. Geht wieder nicht. Okay, sorry, Woogie, ich kann gerade keine Nachrichten versenden, warum auch immer. Genau, ich schaue noch mal hier kurz rein im Hahndock. Nicht, dass ich wie beim letzten Mal, als wir hier in der 300. Folge unterwegs waren, wieder einmal im Kreis fliege und letztendlich genau nichts gemacht habe. Genau, 10.140. Wir fliegen erstmal da runter und vielleicht können wir dann von dem System aus auch einfach woanders hinfliegen. Übertragung nicht verschickt. Merkwürdig. Ah, jetzt geht's. Oh Gott. So, da sind wir schon. Nordenskjold Landing. Da geht's hin. Können wir direkt mal in die Galaxie. Ach so, was? Doch mehr? Sogar 2000 Lichtsekunden. Ja, okay, gut. Ja, alle Wege samt Gold führen irgendwie doch hier hoch, wo wir gerade herkommen. Sambase. Klingt wie ein Ort aus Afrika. Da ist wieder GD 140.
Mal gucken, vielleicht wird mir noch was angezeigt, wenn wir hier landen. So, wenn ihr mal von verschiedenen pinken bis lilafarbenen Schiffen was sehen wollt, ihr könnt auch mal Woogie bei YouTube eingeben, im Suchfeld. Der hat jetzt auch schon mal ein Video gemacht und versucht sich da auch gerade so ein bisschen. Könnt auch gerne mal bei ihm zuschauen. Eine Folge hat er, glaube ich, jetzt gerade aktuell, hat er mir den Link geschickt. Nee, hat er nicht. Ich habe selber gesucht. Sein Kanal ist nicht so leicht zu verfehlen. Nicht so schwer zu verfehlen. Denn auch da sieht man, ich glaube, eine pinke Korvette war das. Da, da, da. Ja, genau. Genau. Nee, das ist natürlich am Anfang immer komisch, wenn man irgendwie das erste Mal anfängt, da Videos zu machen. Man weiß überhaupt nicht, was quatsche ich denn jetzt eigentlich? Was rede ich denn? Kommt dann immer auf die Spiele drauf an, natürlich, wie man mit dem Gameplay, was halt gerade so stattfindet, irgendwie umgeht. Aber das wird von ganz alleine irgendwann. So. Sehr schön. Na, dann schauen wir doch mal. Wir müssen jetzt mal hier wieder ein bisschen in die Pötte kommen, dass wir dann uns irgendwann auch mal den T6-Transporter leisten können. 280.000 haben wir schon. Naja, so 1 Million. 1,4 Millionen hätte ich schon ganz gern für den T6-Transporter, weil wir dann ja auch, den kriegen wir natürlich schon billiger, klar. Aber ups. Aber wir müssen den ja dann auch voll kriegen mit Fracht, ne? Der hat dann 104 Tonnen Fracht. Und 104 Tonnen Fracht, wenn ich da jetzt zum Beispiel Silber kaufen würde, wäre halt schon mal mindestens 500.000 weg. Das heißt, es wäre eigentlich doch klüger, mehr als 1,4 Millionen zu sammeln. Wobei man das Schiff ja trotzdem kaufen kann. Man muss es ja nicht vollstopfen mit Fracht. Das kommt dann ja so oder so. Solange man mindestens die Tonnenanzahl, die ich jetzt hier mit rumfliegen kann, 24 Tonnen, auch mit dem T6-Transporter dann voll kriege, plus vielleicht noch die Versicherung da habe, dann sollte das passen. Dann können wir das Schiff kaufen. Also so ungefähr 1,4 Millionen hatte ich jetzt veranschlagt. Vielleicht auch schon ein bisschen vorher. Okay. Gold, naja, 9.400. Silber, 4.700. Ist jetzt auch nicht so der Bringer, ne? So, aber von hier aus könnten wir halt wieder woanders mal hinfliegen. Darüber zum Beispiel, einfach mal. Oder wir schauen noch mal dort im System vorbei. Würde fast sagen, ich würde da noch mal im System vorbeischauen. Heliport System, wie war das? CB? Jose Majoris, genau. Und dann von da aus das mal hier im System DS Leonis zu verkaufen. Ja, 3000 Lichtsekunden, egal, wir fliegen erstmal darüber. Wir merken uns das mal hier: Gold 9400, Silber 4700, 94 und 47. Er ist jetzt nicht so der Bringer. Und ab geht's. Lebenserhaltung. Ach.
So, da sind wir schon gerade an der Station vorbeigekommen. Ich habe es übrigens gestern, weil mir das hier gerade selber sehr nah vorkam, beziehungsweise der Planet irgendwie so im Augenwinkel erschien ist beim Reinspringen ins System. Moment, ich wollte nochmal was anderes schauen. Okay. Und zwar bin ich gestern zweimal in, das waren so um die 60, 70 Sprünge, die ich gemacht habe, mit der Explorer Anaconda, bin ich zweimal durch einen Stern durch. Zum Hauptstern hin. Das ist mir gestern zweimal passiert, da ist mir zweimal kurz das Herz in die Hose gehüpft. Musste dann auch ein bisschen Gas geben, weil es recht schnell warm wurde, aber nichts passiert ist. Also das passiert immer noch, ne? Obwohl die da ja so ein bisschen was geändert haben, wenn zwei sehr nah beieinander stehende, vielleicht sogar ein bisschen größere Sterne beim Reindroppen beieinander sind, dass man dann da so ein bisschen weiter weg spawnt, wie es zum Beispiel in Toluku der Fall ist, wobei da die Sterne nicht nah beieinander sind. Warum das dort so ist, weiß ich nicht. Tja, ist mir gestern zweimal passiert. Das war nicht ganz so hübsch. Es passiert nichts, Gott sei Dank. Aber man weiß ja nie, ne? So. Hier sieht es doch schon wieder viel besser aus, was so Goldgräberstimmung angeht. Vielleicht gibt es hier Gold für ein bisschen besseren Preis. Mal gucken, 9400 im letzten System, Silber 4700. So. Und Silber 4100. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist beides nicht schlecht. Pass mal auf, dann nehme ich mal Palladium auch 12.700. Ich nehme mal 12 vom Silber mit. Gold nehme ich mal 6 mit und Palladium nehme ich auch mal 6 mit. Mal schauen, was uns da am meisten bringt. Ich vermute fast sogar noch das Silber. So, dann gucken wir mal. Okay, die schleppen das alle da hoch nach LHS 2430. Wobei auch Ströme hierhin zeigen, wo wir herkommen, das ist aber ein bisschen unlogisch. Könnten wir es versuchen? Ich will halt nicht immer wieder da hochfliegen, sondern auch mal woanders hin. Deswegen fliege ich jetzt nicht direkt wieder zurück. Ach Gottchen. Ach so, ist gar nicht so weit. Okay. Da oben, was brauchen die? Importe. Nee. Haben wir noch mehr? Puh, so viele landbare Planeten. Ja, hier unten zwei noch. Tropofolski Point und Ebold Relay. So, einmal da. Okay. Militär. Na gut. Die vielleicht schon eher. Und, ah, hier eins weiter. Ne, die auch nicht. Ah, hier ging doch auch gerade ein Strahl hin. Oder? Ja. Wenn ich hier oben bin, dann geht hier unten auch noch einer hin. Boah.
2,2G. Hier könnten wir es eventuell wirklich gut loskriegen. Patrick Terminal. Na gut, hier auch. Könnten wir es auch hier versuchen? Würde sogar mit einem Sprung noch klappen. Müssten halt hier 3000 Lichtsekunden fliegen. Na gut, das macht ja nichts. Also hier oben kriegen wir schon mal billig Gold und so weiter. Billig Gold, Silber, Palladium. Heliport. Genau. So, na dann, auf geht's. Probieren wir es mal. Habe ich jetzt den Sternhafen direkt ausgewählt? Ja, gut. Und ab dafür. So, voll beladen sind wir. Genau, 12 Silber, 6 Gold, 6 Palladium. Na gut, wenn das eine ordentliche Route wäre, vielleicht, dass wir sogar auf dem Rückflug noch was Schönes mitnehmen können, wobei ordentliche Routen bei so um die 11 Lichtjahre bloß Sprungreichweite, das ist schon sehr, sehr schwer eigentlich zu finden, da was Gescheites. Also in der Regel müsste man dann schon vielleicht das Doppelte oder das Dreifache an Lichtjahren fliegen. Zumindest eine Route, die dann auf Hin- und Rückweg guten Profit erzielt. Auf einen Weg Profit, okay, findet man sehr häufig oder häufiger, aber hin und zurück kommt schon deutlich seltener vor. Schauen wir mal. Na gut, wobei natürlich die Station ist recht weit weg. Könnte auch nochmal ein Indikator sein, dass wir das dort für gutes Geld verkaufen können. So, wir haben hier noch einiges. Das hier war die letzte, Levi Terminal und Handock, wo wir da die Sachen hin und her transportiert haben. Ich denke, den Rest könnten wir alles außer meine schöne Aussicht erstmal wieder löschen. Ich mache das jetzt auch, damit das hier nicht zu viel wird. Ich höre gerade im Hintergrund ein leichtes Scharren an einer der Türen hier. Das bedeutet, ich habe aus Versehen wahrscheinlich die kleinere der beiden Miezen in der Küche eingeschlossen.
In der Regel gehen die sofort mit raus, wenn ich die Küche selber verlasse, weil da die Tür immer zu ist und die dürfen da nur rein, wenn ich da auch drin ist oder jemand von uns drin ist. Und wenn da keiner von uns drin ist, dürfen die da auch nicht drin sein. Und in der Regel kommen die dann sofort mit raus, gewatschelt, aber irgendwie muss ich es vorhin verpasst haben. Jedenfalls klingt so, als ob die sich da noch gerade aufhält und sich bemerkbar macht, dass sie da raus möchte. Da muss ich noch ganz kurz warten. Ist mir mit der Kleinen schon mal passiert, als sie wirklich noch ganz, ganz klein war, als wir die frisch hatten vor etlichen Jahren. Und da hatte die sich aber damals nicht bemerkbar gemacht. Und da lag die dann, da kam ich dann irgendwann zurück wieder in die Küche, hat die dann in der Spüle gepennt. Die sich einfach reingelegt und hat geschlafen. Da ging es ihr gut. Hat sie dann eine Weile immer noch gemacht mit dem Waschbecken im Bad. Hat sie ja immer mal gern drin gelegen und dort geschlafen. Aber das macht sie schon lange nicht mehr. So, jetzt sind wir hier auch angekommen. Sehr schön. Wäre noch okay, die 3000 Lichtsekunden, wenn wir auch für den Rückweg was mitnehmen können. Also ich denke mal jetzt der Hinweg, da kriegen wir schon schön was zusammen. Und ich fände auch wenn das natürlich immer deutlich länger dauert, ich fände es auch toll, wenn wir vielleicht eine Handelsroute finden könnten, die von Planetenoberfläche oder von Planetenbasis zu Planetenbasis führt. Was halt von der Atmosphäre immer noch mal ein bisschen geiler ist als nur die Raumstation. Aber es dauert halt immer eine Ecke länger. Ach, hier, guck mal. Eine kleine eckige Station samt Ausläufer und einer geilen Beleuchtung. Ah, nochmal ein Boost bei 5 Kilometern müsste gehen. So, na dann, drück die Daumen. Ich denke, das wird gut klappen jetzt hier mit dem Verkauf, egal von welchem, aber mal gucken, welche Ware da am meisten Profit bringt. So, Gold, 10.000, okay, dürfen dann 1.325 sein. Sehr schön. Palladium, 1.092 nur. Und Silber, 1.257, okay, dann bringt hier tatsächlich Gold am meisten ein. Also Gold können wir hier sehr gut verkaufen. Geht noch besser. Wie gesagt, Gold kann auch locker mal 10.200, 10.300, 400 mal bringen. Importiert aus sehen wir hier natürlich auch. Da kommen wir her. CW Ursae Majoris. Und ein paar LHS und Rostsysteme auch noch. Ja, müssten wir mal schauen. Was hätten die hier auf Lager? Mikrobielle Öfen? Nö. Auch eher nicht. Halbleiter. Schrott. Oh, Biomüll ist billig. Plus 12. Was ist denn Lantan? Ist das was? Lantan? Das sehe ich jetzt zum allerersten Mal. Moment mal, Lantan. Elementsymbol LA, Ordnungszahl 57, Schmelzpunkt 1193 Kelvin, ein weiches metallisches Element, das Glas zugesetzt wird, durch seine Eigenschaften ideal für optische Kommunikationssysteme, Lichtanwendungen und als Katalysator für diverse Veredelungsprozesse. Aha! Kann man das irgendwo kaufen? Oder nur abbauen? Produktion, Raffinerie, Oberfläche. Ach so, könnte es das bloß auf oberflächlichen Basen geben, die Raffinerie haben? Ich gehe kaputt, habe ich noch nie gesehen. Manchmal kommen halt auch neue Waren hinzu, aber da hat sich ja wirklich schon einiges getan. Also hier der Warenmarkt, da ist schon deutlich angewachsen im Vergleich zum Anfang. Hier, in dem wird ja noch nicht mal alles angezeigt. Gut, aber ich wollte jetzt eigentlich gut Kupfer hätten, die hier bringt jetzt auch nicht so viel. Titan.
Künstliches Fleisch eventuell. Na gut, sowas hier unten. Bioreduzierende Flechten hätten die wieder. Hier, fortschrittliche Katalysatoren. Dafür brauchen die Lantan. Lantan. Landanreicherungssysteme. Medizinische Diagnostikausrüstung. Roboter. Tja, mit denen hier könnte man es vielleicht probieren. Mit den fortschrittlichen Katalysatoren. Evakuierungsschutz. Das brauchen die dort auf alle Fälle auch, okay? Oder wir probieren das damit. Damit hätten sie immerhin die Lage gut gefüllt. Gut, ich würde sagen, probieren wir in der nächsten Folge. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich befreie jetzt erstmal mein Kätzchen.